Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Halloween-Wochen. Wir spielen Crypt of the Serpent King. Hab ich schon mein Let's Play zugemacht? Waren irgendwie so 6 Parts, aber das war recht kurz. Das ist recht laut. So ist besser. Ja, Crypt of the Serpent King habe ich schon ein Let's Play gemacht. Das war die Xbox 360-Variante. Hier haben sie das Spiel nochmal überarbeitet. Das war rein Ego-Gedöns, man konnte nicht springen, nix. Das passt eigentlich so. Lass was halt einfach so, ne? Hallo, lassen, habe ich gesagt. So, weg. Input Settings, was, das passt schon irgendwie. Alles cool. Ist ein Indie-Spiel. Kostet nur einen schmalen Otto. Ich habe das jetzt in irgendeinem Sale nochmal für 1 Euro oder was gekriegt. Aber es ist eine erweiterte Variante, das weiß ich. Und wir machen ein normales, neues Spiel auf Corshell. Noch haben wir nicht viel Auswahlmöglichkeit. Wir fangen mit dem Hackebeilchen an und. Ja. Eine Entfernungswaffe haben wir gar nicht. Wir fangen einfach an. So. Für die Musik habe ich damals einen Claim gekriegt. Also beim Crypt of the Serpent King. Und ihr seht, es ist halt hier irgendwie so. So ein bisschen Doom. Doom im Mittelalter. Nicht mehr, nicht weniger. Wobei ich hatte tatsächlich. Au! Ich konnte tatsächlich die Entfernung der Gegner um einiges besser abschätzen im Originalspiel. Ich steche mich ein bisschen dusselig an. Wobei man muss auch sagen, es gibt auch noch, das kommt noch erschwerend dazu, sowas hier, Sprungsequenzen. Ich weiß nicht, ob man sofort stirbt, wenn man in die Lava fällt. Ich will es jetzt aber auch nicht ausprobieren. Das ist nochmal ein Ratzi-Fatzi. Und ich kassiere immer und das ärgert mich. Das ärgert mich beachtlichst. Man kriegt, glaube ich, auch nicht mehr ganz so viel Lebensenergie wieder, wenn man was futtert. Das ist kein Gegner. Ich muss gestehen, ich habe noch nicht mal. Jetzt habe ich ihn gestaggert, Gott. Alles cool. Kommt einer? Nö. Doch, da ist einer. Okay. Hinten läuft auch noch einer. Aufpassen. Machen wir gleich mal platt. Ah, verdammt. Der Bloody Screen ist übrigens heftig. Und der Schaden, den wir kassieren, der ist mir auch ein bisschen zu über. Also da ist ein Treffer schon ganz schön hart. Gucken, wie weit wir kommen. Erst wollte ich platt machen. Okay, hat geklappt. Mit den XP können wir unsere Statuswerte in Agilität, in Stärke und ich glaube tatsächlich in Health steigern. Also hier geht es noch bei den Ratten. Wir kommen über 100, das wundert mich fast. Das heißt, das wundert mich fast, das wundert mich. Mein Schlüssel. Ich glaube, 7 müssen wir sammeln. Erstmal die Ratte fertig machen. Wir machen übrigens immer gleich so einen Doppelschlag. Gut. Gerade noch rechtzeitig ein bisschen gedreht. Aber jetzt bin ich gerade so ein bisschen drin. Ist okay. Geld können wir nehmen, um
zwischen den Levels tatsächlich denn unsere Waffen zu, nicht zu verbessern, sondern bessere Waffen zu kaufen. Wobei das tatsächlich nicht irgendwie hier Feueraxt des unbarmherzigen Schmerzes oder irgendwas ist, sondern kriegen wir jetzt nächstes einen Streitkolben, irgendwann mal ein Schwert. Eine Hellebarde gibt's wohl. Zumindest war es in den ursprünglichen Spiel so. Das mit dem Hupfen, das macht mich tatsächlich ein bisschen nervös. Aber ich bin gerade ganz gut drin. Und was mich freut, ist, dass die Lebensenergie über 100 steigt. Kurz gucken, nicht, dass da gerade einer um die Ecke scheißert. Das wollen wir nun nicht, ne? Ah, Gegner werden nochmal angekündigt, das ist angenehm. So. Der ist aber nicht angekündigt, der ist gekündigt. Uah. Ja. Das mit den Gegner-Design, die sehen ja eigentlich ganz hübsch aus, muss ich tatsächlich mal sagen. Die sind eigentlich so direkt gelungen. Ich habe ihn gesehen. Aber es gibt immer nur einen Gegnertypus in jedem Level. Und ein Boss, der sich optisch unterscheidet. Aber ansonsten... Ob die Levels übrigens jedes Mal neu generiert werden, das kann ich euch nicht sagen. Jetzt habe ich das nicht ausgiebig gespielt. Ich weiß es nicht mehr beim Original. Ob das so... Bist du... Sag mal... Anschleichen hier. Mann, ich habe mich aber sauber erschreckt. Schon gestehen. Ja, einfach angescheißert. Ich glaub, es hackt. Auch nochmal einen Schlüssel. Da haben wir uns noch nicht komplett umgesehen. Hier geht's zum Boss. Ich kann es mir ja schon mal ein bisschen so markieren. 8 Keys. Einer fehlt noch. Da unten steht's auch. Unten. Also links eher. Dürfte denn aber irgendwo im oberen Bereich da sein. Im Nordosten irgendwo. Da fehlt uns noch ein Stück von der Karte. Ne, hier waren wir schon. Nächste Abbiegung. Okay, okay, okay. Da ist der letzte Schlüssel. Hallo? Aber gucken wir trotzdem hier oben rum. Vielleicht gibt es ja noch Heilung. Die Gegner sind mir auch nicht unwichtig. Also A, sie sind weg. Und B, es gibt ja Erfahrung. Gehen wir nochmal rüber auf die andere Seite. Da sieht es auch aus, als ob es noch nicht ganz komplett ist. Das auch im Norden der Karte ist noch was zu holen. Da bin ich der festen Überzeugung. Und wenn es Gegner plätten ist. Ja, sind wir richtig. Einen kleinen Schlenker laufen. Übrigens finde ich es von der Bedienung und vom Interface eigentlich sehr angenehm zu spielen. Aha. So. Jetzt müssen wir nochmal umgucken, nicht, dass gerade einer um eine Ecke geschlonzt kommt. Auch nicht schlecht vom Boss noch mal ein bisschen was zu futtern. Jetzt haben wir alles. Jetzt haben wir alles abgegrast. Jetzt geht's zum Boss.
Da sind wir ja schon. Muss ich bloß runterstapfen, dann geht die Tür auf. Dann plätten wir den Babsack. Au. Ah, da liegst du da nieder. Das ist eine komische Körperhaltung, mein Freund. Gut. Haben wir es geschafft. Knapp unter 9 Minuten. Jetzt können wir hier nämlich unsere Sachen einsetzen. Yeah! Dann könnten wir uns eine neue Waffe anküken. Gucken. Ach, 10.000. 18.000. Alter Falter. Ist übrigens dieselbe Waffenwahl tatsächlich. Wie im Vorgänger. Wir nehmen natürlich die Mace mit. Auch noch ein bisschen was über. Das geht in Ordnung. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch habe. Und weg. Gut. Ich würde einfach mal sagen, das reicht an dieser Stelle für Crypt of the Serpent King. Ich finde es immer noch ein spannendes Spiel, vor allen Dingen, weil sich es halt jetzt ein bisschen verändert hat mit Springen und ein bisschen hübscher, finde ich, sieht es auch aus. Und ich sage aber an dieser Stelle, das war's mit der Folge Halloween-Wochen für heute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.